Hallo, ihr habt's gesehen schon im Titel. Er hängt mitten in Essen. Es hört sich richtig geil an. Coole Leute, müsst ihr mal euch anschauen. Hier ist der Name, ne? Free Running Schlappen. Richtig cool, macht richtig Spaß. Das ist der Jan. Ja, die machen Parkour. Geil. Ich mache auch jahrelang Parkour und ich liebe es, sowas mir anzugucken. Und wir schauen mal direkt rein, was sie machen. Erstmal einen Daumen hoch. Ich habe auch den Link für dieses Video in der Beschreibung. So, wir fangen an. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Wunderschönes Wetter hier in Mülheim. Aber im Horizont höre ich jetzt schon Donnern und Knistern. Da kommt Unwetter. Oh! So geil. Der Anfang ist schon so geil. Wie kommt man da drauf? Ich finde, ich sage immer, das ist Jack S, aber auf Deutsch. Hammer cool. Moin und willkommen zum neuen Video. Oh, das Gewitter ist real hier in Mülheim an der Ruhr, doch. Heute befinden wir uns im Mülheim Stierum. Hier ist ein komplett neues Areal entstanden. Hier gibt es Calisthenics Parks, hier gibt es Fußballplätze, Ninja Warrior Parcours, Beachvolleyballplätze und natürlich auch ein Parkourpark, ist ja klar. Und wir inspizieren das ganze Teil jetzt mal, deswegen rein in das Edit. Oh, das ist cool, ein Parkourpark. Ah, das ist wirklich krass. Gütersloh bei uns haben die jetzt auch vor, glaube ich, 3 oder 4 Jahren auch einen gemacht. Richtig cool. Glaubt, ey, ne, was die alles so können. Cool. Ja, wirklich bekloppt, was sie so können. Krass, krass. Ah, sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Schreibt mal in den Kommentaren, könnt ihr auch Parkour? So gut Parkour kann ich auch nicht. Nee. Oder also nicht mehr so, mehr nicht so tricksen, mehr so Weitsprünge. So hangeln an so eine Stange und dann zu einer anderen Stange. Das kriege ich eigentlich gut hin, auf Bäume klettern. Jetzt nicht abrutschen. Alter. Jetzt hier, ne, ich stehe hier gerade und. Aber so ein bisschen tricksen bin ich jetzt nicht so gut drauf, aber sieht eigentlich schon cool aus. Komm, Junge, komm! Die Spur! Komm, Junge, komm, komm! Ja! Also, das ist ein Take. Ja, sehr, wir sind am nächsten Spot. Geil. Jo! So, ihr habt ihn vorhin gesehen, Dwayne hat den Front hier gerade schon rüber gemacht. Und für mich Ja, ist es heute auch bekloppt. mal wieder Anzeige. Ja, wirklich bekloppt, ne? Wie hoch war das jetzt eigentlich? 6 Meter oder so? Das ist schon heftig. Krass. Einen ordentlichen Front reinzuballern. Ungefähr, wie hoch ist das Viech? Wie? 4 Meter. Ja. Oh, 4 Meter, doch keine 6. Könnten 4 Meter sein. Werden den Boden jetzt ein bisschen weich machen. Und dann traue ich mir den eigentlich wieder zu. Nach letzter Woche in Bochum, den kleinen, glaube ich, ist das wieder drin. Ich denke auch. Und ich mache den, glaube ich, auch nochmal mit aus Spaß. Ja, Dwayne geht das Ganze mal eben auflockern für mich und nimmt mich dementsprechend nochmal hoch, ey, verdammt. Ah, geht kaputt. Hier. Ah, wie gut das aussieht. Hammer. Ich mache den Sand jetzt hier unten weich. So, Landung optimal weich gemacht, schön hüftkonform. Bin hyped. Der Session gerade war gut, das heißt, erster Front seit langer, langer Zeit. Hoffe, das geht gut. Wenn ja, dann fress ich den Hut oder so. Kurze Erklärung zu mir: Ich habe mir beim letzten Vlog, als Jasper mich am Auto hinterhergezogen hat, hier der Clip. Was? Boah! Alter! Ja, wie ihr seht, habe ich mich aufs Maul gelegt. Meine Hand ist komplett dick, ich kann die kaum. Oh, scheiße. Oh, und ihr müsst wissen, ne, die machen viel krassere Sachen. Es ist schade, dass so eine kleine Aktion jetzt den Arm kaputt gemacht hat. Scheiße. Aber hat cool ausgesehen auf jeden Fall. Bewegen, deswegen muss ich gerade bei den Lines auch schon ein bisschen aufpassen. Ja, da wird sie reingeschmissen, da wird sich halt nie auf die Rolle konzentriert. Scheiß drauf, komm, weiter. Ja. Also, let's go.
Boah, krass. Oh, sah sehr solide aus. Etta hat hier, als der Park eröffnet wurde, auch schon eine Madness abgeliefert. Die können wir auch mal einfügen. Yes! Oh. Oh, der Aufprall war aber sehr hart, glaube ich. Ah, Jan braucht ein bisschen länger für das Ganze, ne? Jan springt erstmal von der Hälfte, ne? Ja, ja, Alter, wissen wir alle warum. Ja, ja. Ui. Beeindruckend. Also die Rolle war mehr als unnötig, den hättest du auch stompen können. Aber ich glaube, bei Jan wird es auch nicht besser aussehen. Alter, das ist schon, das ist ein richtig komisches Gefühl, weil der im Vergleich zu anderen Fronts so lächerlich ist. Aber jetzt gerade so geisteskrank aussieht nach 8 Monaten. Aber rein da. Okay. Oh, scheiße. 3, 2, 1. Komm. Nicht schlecht. Geil. Alter Verlacke. Das war wild. Junge, einfach mal kurz den Front gezimmert hier, oder was? Das war eine spannende Landung, ey. Irgendwie wollte ich nur auf links landen und dann so leicht gestompt und in die obligatorische Rolle rein, aber bin halb. Kriegst eine Faust. Hey, danke, Mann. Das freut mich. Freut mich. Ich hab noch einen eigentlich. Aber eigentlich auch dumm. Nee, noch einen. So eine geile Argumentation habt ihr selten gesehen, oder? So, jetzt noch ein für den Spaßfaktor. 3, 2, 1, 3, 9, Oma. Hüft nicht stabil, da. Scheißegal, Manpower nächste Woche. Boah, was war das denn? Schreibt mal in den Kommentaren, was war das? Ein Kreisel? Eine Schraube? Und damit geht's jetzt in Minitramp-Edit. Der hat gar nicht den Trampolin benutzt. Geil. Ah, ist schon geil, so ein Parcourspark. Habt ihr auch so einen? Wenn ja, schreibt mal gerne in den Kommentaren, wo es ist, weil ich suche gerne öfter so Parcours-Plätze. Aber hab jetzt nicht so viele gefunden, außer Gütersloh, Bielefeld kann man auch ein bisschen was machen. Hammer. So, wir sind raus aus dem Action Edit und haben uns hier was ganz Besonderes vorbereitet. Und zwar seht ihr hier schön das altbekannte Bügelbrett. Jasper zu dem Apfel hat sich freiwillig dazu bereit erklärt, da jetzt drauf zu flippen. Ja, also mal gucken, was ich mache, aber ich werde auf jeden Fall drauf landen im Besten. Ach so, der will da drauf landen. Ach du Scheiße, okay, ich dachte nur rüberspringen. Was denkt ihr? Wie wird das ausgehen? Oh mein Gott, komm, wir gucken rein. Und im allerbesten Fall geht das gesamte Ding kaputt und spießt Jasper irgendwo mit so einem Stab auf. Dann wäre das Geilste, was passieren könnte und wir hätten ein geiles Thumbnail und Titel, also rein da. Aufgrund meines kaputten Fußes kann ich nicht allzu viel machen heute. Und deswegen wird das auch mein erster Sprung heute des Tages sein. Ja, Sideflip, Side-Pre auf das Ding, auf das Bügeleisen. Wird Spaß machen, denke ich. Shit. Aber ich glaube, es hat funktioniert. Er hat sich nicht verletzt. Ah, der Bein ist durch. von dem Bügeltisch. Das war ja legendär spektakulär. Das war ja geil. Zumindest etwas Stimmung hat die Nummer gebracht. Das war ja mies spektakulär, Alter. Das hat wehgetan. Ah komm, das geht nochmal. Beim nächsten Mal wird einfach mit dem gesamten Körper draufgeknallt. Also nachdem bei Jasper das Ganze nur so semi-geil war, weil wir aber auch nicht groß drüber nachgedacht haben, hätte man sich denken können, damit Füßen nicht viel passiert, springe ich jetzt einfach mit dem Bauch da drauf. Was? Der springt mit dem Bauch darauf? Okay, krass. Und irgendwie
Habe ich da mies Bock drauf? Ja, finde ich auch geil, aber auch Bock zu gucken. Schlangenmann, Dwayne, Mann, Alter. Ich hab so keinen Bock da drauf. Aufwärme, du lädst dich auf und jetzt gleich mit voller Speed, Digga. Ja! Okay, der hat sich doch, sag ich mal, mit den Händen abgestützt. Aber dass er diesen Gedanke hatte. Crazy! Geil. Digga, mein Ellbogen war zwischen Bügelbrett und Sand, ne? Er ist so eingeklemmt worden. Alter Bär, ja. Da tat der Gehirnerschütterung gar nicht gut. Das war auch mein Gedankengang, also noch geiler dann auch. So, neue Location, neues Glück. Hier vorne ist das Essener Messegelände. Da läuft gerade die größte Pferdemesse der Welt. Da finden wir alle ganz lustig. Und unser Plan ist es, mich hier kopfüber an diese Brücke zu hängen, sodass ich hier durch die Gegend taumle. Wir haben ein paar Utensilien mit, das Seil, was ganz wichtig ist, ein paar Eier, ein paar Wurfgeschosse, die Leute, die hier auf dieser hochfrequentierten Fahrradtrasse herlaufen, mich abwerfen können. Ach was, ha, wie interessant. Schade, dass ich nicht dabei war. Geil. Schauen wir jetzt erstmal, wie wir mich da irgendwie befestigen. Dafür gibt es noch keinen Plan und hoffen, dass die Pferdemädchen und Pferdejungen und Pferdezwitter mich auch dementsprechend abwerfen werden. Wenn steht oben auf der Brücke, ich schmeiß ihm jetzt mal das Seil hoch und dann gucken wir mal, wie wir Jan da befestigen. Also so ein Plan wird mehr oder weniger ausgetüftelt. Jan hat hier einen Schlupf um die Füße, das Seil hier dran und damit geht's gleich hoch auf die Brücke. Dementsprechend wird Jan dann kopfüber da dran. Alter, das ist so sketchy, ne? Keiner von uns kann gescheiten Knoten nix. Oh nein. Kennt ihr den Spruch von den Eltern? Wenn er sich an der Brücke hängen würde, würdest du das auch machen? Nicht wirklich. Ja. Also eigentlich sollte es halten. Eigentlich ja, der Knoten ist gut. Das halten. Jan liegt bereit und wartet. Das Seil geht oben über das Geländer rüber, weil das sonst zu doll in der Kante hier schleift. Ja, erstmal probieren wir. Wir brauchen eine scheiß Umlenkung. Deine Beine gehen nicht mal im Ansatz so wirklich hoch. Oh, nee. Das ist völlig unmöglich. Ich habe jetzt gedacht, dass sie jetzt, oder Jan, der jetzt gerade sich gleich aufhängen lässt, dass er einfach jetzt oben zum, das Seil schon mal befestigt. Und dann alleine runterklettert, so rückwärts. Ich glaube, das ist am einfachsten. Oder? Oder schon befestigen oben und unten macht man das mit den Füßen fest. Ich glaube, das ist am besten. Wirklich. Oh. Er läuft wohl irgendwie doch nicht so wie geplant. Scheiße. Da kommen die Polizisten, nein. Ich habe keine Macht über mich. Dann mach den Reiz doch raus. Und dann ich. Ach so. Da tut sich was. Jetzt muss festknoten. Du kannst mir helfen. Aber das. Ey, da tut so weh an den Füßen. Also, Jan, ey. Ey, das ist so scheiße hier. Das klappt doch. Ich verstehe dein Problem nicht. Boah, alter Bärlapp. Ich kann nicht mehr. Ja, nicht. Also wir testen gerade übrigens, wie lange der überlebt in der Position. Wie lange wird der hingearmt? Ja, so ein Monat. Hey, Jungs, ich kann nicht mehr. Ich darf wirklich nicht lachen, während ich da bin oder schreien. Und wenn mir dann gleich einer was in die Eier wirft und ich nicht schreie. Alter, wenn ich einmal schreie, dann ist Kopf vorbei. Dann explodiert er. Hallo, ich bin ein Alien. Jetzt wisst ihr, ich bin es und ich werde mich da gleich hinhängen, weil nur Aliens hängen bekanntlicherweise kopfüber über einer Fahrradtrasse. Ja, was sonst noch mit mir passiert, das sehen wir, glaube ich, gleich einfach, wenn da noch losgeht im Streifgang. Das sieht aus wie ein Alien mit Down-Syndrom. Moin. Moin. Ich habe einen längeren als der. Ja, ich mach's halt alles hier. Also nach gefühlten 16 Stunden haben wir es endlich geschafft. Hammer. Ach krass, hat funktioniert. Boah. Crazy. Füße tun so weh. Kann ich hier vielleicht einen Wurf auf ihn verüben? Das ist ja jetzt schon Flop. Ja, der ist schon ganz grün im Gesicht. Geil, die haben ja wirklich Eier dort, ne? Ja, wir sind in Deutschland, ne? Da haben die keinen Spaß, Menschen abzuwerfen mit Eier, auch wenn die das dürfen. Also wir haben ja eigentlich Eier parat. Ich glaube, die macht das jetzt selbst. Die würde man dann so nehmen und dann wird man halt
daneben werfen. Also irgendwie will keiner Eier werfen. Dann nimmt man sich hier so ein Ei, dann zieht man. Oh, und dann prallt er einfach ab. Scheiße, damit habe ich nicht gerechnet. Ich sag, ich kann. Au! Ich kann Ellie überhaupt nicht mehr. Oh nein. Guten Tag, Dieter. Wollen Sie ein Ei auf den jungen Herrn werfen? Ja, Mann. Ach, der macht das freiwillig. Der macht das auch freiwillig. Ey, Fühlfinger, aber nix. Ja, ein bisschen Kopf, oder? Ach, wer wollen du willst. Auf A, auf Kopf. Ah, scheiße. Oh! Das war knapp, ja. Woo! Oh! Sind die verrückt? Aber die haben Spaß dabei, dann ist ja auch alles gut. Erfreut. Oh, nein. Ich muss hier runter, ich kann überhaupt nicht mehr. So, nach dem ersten Versuch hänge mich da jetzt nochmal viel höher. Schön mit dir hin, die anderen verbinden. Noch höher. Und dann tauchen die einfach mal ganz geisterseelen alleine, wie er da ist, allein hier über die Fahrradtrasse. Also schöne Gesichter hat es schon gegeben bisher, aber jetzt hoffe ich mir noch geilere. Also, viel Spaß. Ja. Oh nein. Ich die Eier für dich. Ich will irgendwie damit abwerfen, nein. Wenn ihr nein. Wollt. Nein. Klar. Willst du den Junggesellenabschied? Nee, nee. Aus meiner Richtung sah das aus, als hättest du den Daumen nach unten gegeben. Ja, alles gut. Dann macht ja auch Spaß hier. Wow. Hey. Alles schön? Bei dir? Ja, so weit, so gut. Ne? Also irgendwie ist das eine blöde Situation, in der ich hier gefahren bin. Nur ein bisschen, hast du aber selber gemacht, oder? Ich hab hier gar nichts selber gemacht. Nicht? Ne. War das denn? Weiß auch nicht. Meine Freunde haben mich so angezogen und dann vorhin die aufgehangen. Wie lange hängst du denn schon so weit? Halbe Stunde. Halbe Stunde? Ja. Aber ein bisschen Schwund ist immer. Ja, mit dem einen heiratest du da was? Nee, niemals. Einer von euch, ein High Five. Oh, ich hab hier von euch noch einer für die andere Richtung. Ja. Boah, das ist ein wildes Feeling. Stopp, Männer! Stopp! Alter Lachs, da drehen, dann ist ja richtig wild, ey. Ich glaube, damit geht es ins Outro, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, das war die Folge. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat, wie bei mir. Es war sehr lustig. Habe ich auch auf jeden Fall mehr Lust bekommen auf Parkour. Jetzt nicht so verrückte Sachen, wie Jan das gemacht hat. Sich aufgehangen und sich abgeworfen mit Eier. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Hat Spaß gemacht. Vergesst nicht, die auch zu besuchen und einen Daumen hoch zu geben. Ja, schon gesagt, Link ist in der Beschreibung drin. Ihr könnt gerne das Video auch mal kommentieren. Ja, grüßt sie gerne von mir und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Genießt noch andere Videos auf YouTube. Vergesst nicht zu abonnieren, zu liken. Das wird mir helfen. Und ja, haut rein. Ciao.